So, hallöchen und herzlich willkommen hier zur ersten Folge von Automation Empire. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Was ist Automation Empire? Eigentlich so ziemlich ähnlich mit Satisfactory und Factorio. Also wir müssen ein gigantisches Produktionsunternehmen aufbauen, halt Ressourcen fördern und. Und der Hauptfokus hier liegt eindeutig auf dem Bauen und Optimieren der ganzen Prozesse, ja. Man sieht schon hier, es gibt im Moment 10 verschiedene Karten. Hier gibt es noch 11, 12, 13, 14. Keine Ahnung, ob man die freischalten kann oder ob sie demnächst noch kommen automatisch. Das Spiel ist auf Deutsch, noch so ein bisschen Denglisch hier und da, merkt man das, ja. Aber es geht ganz gut. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Nicht Edekorp 8, sondern nur Edekorp. Startermodus, wer möchte, kann ihn anmachen. Dann ist schon eine kleine Produktionskette vorgebaut. Ich habe eben mal reingeschnuppert, ich lasse den jetzt aus, weil es mich nervt, dass alles 20 Kilometer auseinandergebaut ist. Das werden wir jetzt zusammen mal aufbauen, ja, für den Anfang. Und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Freifläche, eine freie, flache, offene Wüste bietet einen fruchtbaren Boden für ihre uneingeschränkte Kreativität. Genau das wollte ich haben. Und jetzt sieht man schon schön hier, die kleinen Kollegen, das sind halt Ressourcen, ja. Hier hinten haben wir noch welche, was ist das? So, das dürfte dann eine andere Ressource sein, müssen wir gucken. So. Wie können wir das denn am besten machen? Hier sind noch Ressourcen. Jetzt müssen wir mal gucken. Karte, da sind Ressourcen. Also am besten wäre es, wenn man hier rauskommt dann. Wir denken schon mal an später, wenn wir ein bisschen mehr Platz brauchen. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal eine Straße bauen, wo dann die Kollegen rauskommen. Das ist hier der Straßeneingang. Warum ist der nicht gerade? Das nervt mich ja schon wieder. Ich will ihn gerade haben. Gut, dann ist er jetzt so. Wo machen wir den Ausgang hin? Kann ich ihn hier so hinmachen? Natürlich nicht. Warum auch nicht? Doch, so kann ich ihn machen. Dann kommt der Ausgang jetzt so dahin. Bisschen lustig, aber was soll's. Straße hier dran. Jetzt gehen wir hin. Das ist die LKW-Station. Da werden die Sachen eingeladen, ja. In den LKW. Wir machen das mal so rum. Jetzt müssen wir gucken, wie wir das hier am besten machen. Eigentlich nervt mich das schon wieder. Weil hier wollte ich Dingens hinmachen. Pass mal auf, wir machen das nochmal anders. Wenn man die Sachen abreißt, kriegt mein Geld wieder, ja. Nur, dass du Bescheid weißt. Also. So, gehen wir nochmal hier hin. Setzen an. Machen eine Kurve. Dann machen wir das Ganze nämlich hier hin. So, weil wir haben ja eh den Kollegen da, ne? Später, wenn wir genug Geld haben, können wir das auch alles abreißen und neu machen. Dann kann man auch umstellen auf Züge und so weiter. Ich möchte jetzt Folgendes machen. Wir haben hier eine Bergbaumaschine. So. Die braucht natürlich Strom. Der kommt gleich. Müssen wir mal gucken, wo wir den herkriegen. Der Kistenhersteller hier, der braucht natürlich die Ressourcen aus dem Bergbauding. Aber da mir das zu lang dauert, machen wir jetzt hier so ein Transferröhrchen dazwischen. Ist eigentlich, ist, was ist eigentlich? Es ist sogar deppensicher, wie man sieht hier mit den fetten Pfeilen drauf. Da kann man sich eigentlich nicht vertun, es sei denn, man macht so wie ich und baut eins daneben. Ja? Also, super, das ist wieder Ede. Da ist der Strom, jetzt haben wir hier Transferröhrchen so ein. Nee, überträgt Ressourcen vom Bodenanschluss einer Struktur in den Bodenanschluss einer anderen Struktur. Und hier in den Bodenanschluss einer anderen. Warum gibt es denn hier jetzt zwei? So, wenn wir die jetzt so da dran setzen und dann hier mal einen kleinen Behälter hinmachen, ja, der in beide Richtungen rein und raus geht, dann müsste hier jetzt direkt das Erz hier raus hier reinfließen. So habe ich mir das zumindest in meinem Kopf vorgestellt, ja. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch irgendwie da rauskriegen. Transfer überträgt Ressourcen vom Bodenhafen einer Struktur auf ein Förderband oder einen Minenwagen. Das ist gut. Weil dann können wir das jetzt so machen. Jetzt müssen wir gucken. Wir dürfen nicht vergessen, wir brauchen auch noch Strom und so weiter. Sonst haben wir Probleme. So, das ist das Förderband. Ladestation. Nein, wir müssen erstmal gucken. Wo war Dingensbundskirchens? Hier war der Kistenhersteller, ne? Richtig. Wir müssen gucken, dass der auf derselben Ebene ist hier so. Dass ich jetzt wieder daneben hau. Ich kenne mich ja. So. Sagen wir mal, wir packen den jetzt hier hin. So. Das ist natürlich auch schon wieder schön weit weg. Mir zu weit weg. Mach mal weg. Der muss näher daran. Da nicht. Hier. So rum. Sagen wir mal, er kommt so dahin. Ja. Jetzt brauchen wir hier ein Förderband. Station entladen. Das müsste dann hier raus. Sagen wir mal so. 3 Stück. Ich hoffe, das ist richtig. Können wir das von hier aus auch so machen? So da dran? Ich glaube nicht. Da müssten wir gucken, wie wir den da dran kriegen.
Was denn? Bauernhofplattform wollen wir jetzt nicht haben. Von einem Bodenhafen einer Struktur auf ein Förderband oder einen Minenwagen. Wir haben ja Förderbänder hier, aber das darf ich nicht da bauen, so wie es aussieht. Bock. Interagiert nicht mit Transferröhrchen. Okay. Warum denn? Was ist ein Förder? Verschiebt die Kisten im Sekundentakt, löst keine Bewegung aus. Ah, dann müssen wir wohl hier nehmen. Um ihre Ressourcen zu kaufen. Okay. Das haben wir noch gar nicht. Oder können wir das hier irgendwo... Doch hier haben wir kleine Wagenbahn. Okay, wie viel Platz haben wir denn hier? Verdammt, okay. Problem erkannt. Pass auf, wir machen dann Folgendes. Wo waren sie, die Kleinen? Hier waren die, ne? Das sind so Loren, glaube ich. Pass mal auf, dann machen wir jetzt Folgendes. Dann lassen wir die jetzt hier so durchfahren. Ja? So. Jetzt muss ich die hier natürlich einmal so machen. Einmal so machen. Dann lassen wir die einfach rundfahren. Ach komm schon, du Pfeife. So, und der war wieder eins zu weit. Ach schön. Ja, hier waren sie. So. Denn schon, dann planen wir diesmal direkt richtig. Dann könnt ihr jetzt hier im Kreis fahren, ne? So, gucken wir mal. Da muss es ja auch, oder wir haben ja schon gesehen, es gibt ja auch Röhrchen, die das einsaugen, ne? Überträgt Ressourcen von einem Förderer oder Minenwagen in das Erdloch einer Struktur. Das heißt, so rum würde er das jetzt saugen. Sage ich jetzt einfach mal. Ja, dann haben wir hier unseren Kistenhersteller. So rum, der müsste das ja dann direkt annehmen. Und hier müssten wir dann Station entladen. Müsste richtig sein. Sagen wir mal so 3. Jetzt brauchen wir erstmal Strom. Damit wir gucken können, ob der ganze Käse funktioniert. Der war hier hinten, ne? Da, Electricity. Das können wir hier so hinstellen. Erstmal reicht das. So. Und so. Jetzt hat das Zeug alles Strom, ne? Guck hier. 1 von 40. Sehr gut. Wir brauchen noch einen Wagen. Item Level 2, 3. Wo kriegen wir denn die Wagen her, wenn ich fragen darf? Pass auf, jetzt haben wir alles so schön geplant und jetzt können wir noch gar nicht die Loren da bauen. Das wäre natürlich Bombe. Drohnenschacht können wir auch noch hinbauen. So, eine Drohne schon mal, die hier rumsteht. Den müssen wir mal ganz hoch machen in der Priorität. Dann müsste nämlich hier auch ein LKW rauskommen. Ich hoffe es zumindest. So, das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist das, ist die Drohne. Hier das Minecart, ne? Minecart. Hm. Du weißt, was ich meine. Dafür brauchen wir noch... Müssen wir gucken. Irgendwas fehlt dafür. Frage ist, was? Drohnenschacht, Forschungsbucht, Türweg? Nein. Also man kann nachher auch richtige Fabriken bauen, ne? Oder kann ich hier jetzt... hier, einen Wagen hinzufügen. Okay. So, guck, das heißt, er wird voll gemacht. Leer gesaugt. Blup. Sehr gut, sehr gut. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Aha. Super, es kommt nur kein LKW. Warum? Weil wir hier noch nicht verbunden haben. Das müssen wir natürlich auch noch machen. Ist ja Blödsinn, wenn die hier überhaupt nicht weiterkommen. So, nee, so. So, jetzt ist das erstmal zu. Das reicht für einen, können wir ja gleich noch andersrum machen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das Ganze hier vonstatten geht. Ob da jetzt wer rauskommt. Ich hoffe es zumindest. Da ist alles voll. Super. Er fährt im Kreis. Sehr gut. Und da kommt der erste LKW. Jawohl. Sehr gut. So habe ich mir das gedacht. Jetzt haben wir nämlich auch einen schönen kurzen Weg. Hui. Sehr schön. Der fährt immer im Kreis. Der fährt immer im Kreis. Jetzt musst du, Kollege, hier nur noch die Sachen da reinholen, ja? Hier, hol die mal. Alten Kiste. So, Drohnenpriorität niedrig? Nein. Alle. Warum macht er jetzt nichts? Strom angeschlossen? Ja. Wie viel Geld haben wir noch? 26.000. Könnten wir vielleicht noch eine zweite holen? Ah, das wird wieder eine Klickorgie hier, bis Ede findet und sieht, wo man die Drohnen holt. So, die machen aber beide nichts, ne? Er will jetzt Zerstörerkisten auf, aus? Nein, auf keinen Fall. Alle Drohnenpriorität hoch.
Hier können Drohnen aufgestellt werden, um Kisten aufzunehmen. Verbindet sich auch mit Klauenschlägen. Leere Kisten, die das Ende erreichen, werden zerstört. Okay. Warum machen die Kollegen jetzt nichts? Station entladen. Können wir das noch ein bisschen länger machen? Ist der Weg zu weit oder... Was ist jetzt das Problem? Haben die hier keinen Strom vielleicht? Gucken wir mal. Doch, eigentlich sollten die hier Strom haben. Aber sie wollen es nicht darunter holen. Okay, können wir das hier vielleicht um die Kurve bauen? Nein, das kann ich nur rotieren dann noch. So, aber das bringt ja nichts, weil das ist nicht angeschlossen hier. Ah, ich weiß, was das Problem ist. Bestimmt, pass auf. So, guck mal, ist ja aus. Auf. Okay. Zerstöre alle Kisten. Nein, bloß keine Kisten zerstören. Hier, Drohnenpriorität. Sollten vielleicht auch hochmachen, ne? Alter, da zerstöre ich das. So, das ist das Problem. Pass auf, dann können wir ja noch zwei Drohnen holen. Vorausgesetzt, wir haben das Geld dafür. Hup. Hup. So, jetzt haben wir vier Drohnen. Oh Mann, das tut weh. Ne? Das tut weh. Und jetzt besteht die Herausforderung darin, das Ganze so zu optimieren, dass das wunderbar läuft, ohne dass sich irgendwo was staut. Das wäre schon toll. So, der eine LKW ist weg, da kommt der nächste. Das gefällt mir. Aber jetzt sieht man auch schon. Ne? So, was haben wir denn hier? Also er macht zum Beispiel, guck mal, hier sehen wir das schön, alle 3 Sekunden macht er eine Kiste. Ne? Eine Kiste, hier haben wir das hier hinten auch. Warte, überspringen. Null, nee. Er hat das. Da auch nicht. Was haben wir hier? Enthält 2 von 40. Derzeitiger Bergbau. 10 Sekunden für ein Kohleerz. Okay. Das heißt, wir brauchen 3 Sekunden für eine Kiste. Was macht er denn? Aktive Kisten. Es können jeweils nur 30 von diesem Kistenbauer, bla bla bla. Konstruiert und gibt Kisten auf ein Förderband oder eine Entladestation aus. Verfügt über optionale Eingabeports, über die Kisten während der Erstellung gefüllt werden können. Kann drinnen oder draußen gebaut werden, begrenzt auf die Produktion von 30 Kisten, die verkauft oder zerstört werden müssen, bevor weitere Kisten hergestellt werden können. Wahnsinn. Gut, also das hier sieht schon gut aus. Während der eine reinfährt, wegfährt, kommt der nächste gerade an. Psch, ne? Und alle flitzen hier rum. Das ist ja prima, das kann so bleiben. Jetzt müssen wir gucken, hier 3 Sekunden für eine Kiste. Jetzt müsste ich wissen oder sehen können irgendwo, wie viel Erz ich hier für eine Kiste brauche. Aktive Kisten 9. Wenn das Limit erreicht ist, unterbricht dieser Kistenbau die Erstellung neuer Kisten, bis eine aktive Kiste verkauft oder zerstört wird. Okay. So, klappt also super, unsere Mini-Kreisbahn hier. Aha, ich nicht gedacht, dass das so gut klappt. Wir könnten vielleicht sogar noch ein bisschen mehr machen hier. Ja. Heißt, noch einen zweiten hier anschließen. So, dass wir den hier schneller vollkriegen und er mehr produziert. Dann könnte man schon überlegen, hier einen zweiten hinzumachen. Da hätte man aber wieder das Problem, dass der dann hier angeschlossen werden muss. Beziehungsweise, wie schließen wir den an, damit er gut auch befüllt wird. Das ist ja jetzt wieder alles weit weg hier, ne? Also du merkst schon, alles nicht so einfach, vor allen Dingen die Planerei am Anfang. Das, naja, müssen wir gucken. Die haben Kapazität 4 von 40. Dann können wir mal gucken, können wir mal ausprobieren. Die kostet 15.000. Wenn ich die jetzt hier hinstellen würde, so. Okay. Dann bräuchten wir ja wieder ein Lager. Nehmen wir ja so einen kleinen Behälter hier. Nochmal so daneben. So. Gehen hier raus. Das ist ja auch die Frage, ob er das dann da macht. Ne? Das wissen wir ja nicht. Hier ist jetzt natürlich der Weg ein bisschen länger. Transferröhrchen müsste jetzt so rum. Transferröhrchen. So dran. Nein, darfst du nicht. Warum? Muss ich jetzt echt immer kleine nehmen? Oder gehen die immer nur ein Stück? Das wäre natürlich blöd. Das wäre mega blöd. Das weiß ich aber nicht. Müsste man gucken. So. Wenn ich die jetzt hier hinsetze, ist er nicht dran, ne? Nein, ist er nicht. Okay.
Also weg damit. Ach, den doch nicht. Wir wollten doch Transferröhrchen. Der ist auch nicht dran. Können wir denn beide wegmachen? So und so. Ich hätte es cool gefunden, wenn wir die jetzt hätten verbinden können, alle. Wasserrohr, das ist mir gerade egal. Wasserrohr, Wasserrohr. Warum sind das alles Wasserrohre? Wir brauchen keine Wasserrohre gerade. Ich hätte gerne Transferrohre. Das wäre toll. So eins und so eins. Und jetzt die beiden einfach miteinander verbinden. Oder könnte man das hier direkt... Ah, pass mal auf. Dann machen wir es so. Machen wir weg, machen wir weg. Wir kriegen jetzt schon Geld nebenher, weil die da immer beladen, ne? Die LKWs sind nur nicht die schnellsten. Wir können aber auch noch gleich forschen hier. Zum Beispiel hier. Kostet nur verdammt teuer. Verdammt viel, ne? Zugintervall. Dann haben wir noch das alles, das alles. Also, es wird interessant. Es wird interessant, muss ich sagen. So, wenn ich jetzt sage, der kommt da dran, schmeißt das raus. Auf der anderen Seite kommt einer rein. Und dann kriegst du das hier wieder nicht rein, ne? Das ist... Ja, man muss halt die ganzen Sachen erstmal kennenlernen. Förderer können wir sowieso nicht. Das muss schon alles so nah beieinander sein. Schade. Schade. Wie machen wir das am besten? Die sind jetzt natürlich suboptimal, stehen die hier alle. Wäre interessant zu wissen, dass wir hier vielleicht... Oder wir machen das auf die Seite. Ich glaube, hier wäre das besser. Ne? Wir das jetzt einfach alles... wie kriegen wir das Ärztchen? Ich weiß auch nicht, ob das hier mit dem Förderband so rauskommen kann. Keine Ahnung. Wohnpriorität kann hoch, aber da kommt nichts raus. Sieht man ja. So, ich hätte das halt gerne. Kistenhersteller, Bergbau. Gewinnt aus dem Boden Rohstoffe wie Kohleerz, Eisenerz und Golderz. Muss auf eine Rohstoffablagerung aufgebaut sein. Okay. So, die vier Drohnen haben wir ja. Das heißt, der müsste eigentlich hier vorbeifahren. Wir können halt nicht die langen Röhrchen hier nehmen oder mehrere aneinander stecken. Das finde ich ein bisschen schade. Ich würde das gerne jetzt so weitermachen. Übertragungsröhrchen verbinden sich nicht mit Übertragungsröhrchen, okay? Das ist ja doof. Warum? Kann ich den kurzen noch da dran machen? Nein. Schade. Das wäre jetzt zum Beispiel toll gewesen, ne? Weil so kommen wir ja nicht hier dran. Also das heißt, das hier muss immer sehr kompakt sein. Wir müssen ja später hier ein Gewusel machen. Mit dem, der hier durchfahren kann. Das ist... Huiuiui, okay. Dem fehlt noch eins. Weil guck mal, er braucht mehr. Das reicht ja bei weitem nicht. Aber das heißt auch, dann können wir den hier wieder wegmachen. Wie viel haben wir? 41.000. Okay. Wenn wir jetzt das Lager direkt hier dran machen, dann passt das hier wieder nicht, siehst du? That's the problem. So. Wenn wir den jetzt direkt hier dran machen, dann könnten wir hier wieder den da dran machen. Aber dann müssten die Schienen auch hier lang fahren. Also du merkst, auch ich muss noch ein bisschen rumprobieren. Wagen bewegen sich schneller, wenn sie in der oberen Ebene fahren. Okay, ach, brauche ich doch gar nicht. Level 1 reicht. Das heißt, der müsste hier durchfahren. So. Können wir mal Pause machen. Danke. Dann machen wir das hier mal weg und das und das und dann müssen wir ja hier irgendwie so darüber kommen mit dem Dingens. Aber bitte in die andere Richtung. Jetzt sieht man schon, es gibt Probleme. Es gibt Probleme. Vielleicht kann er ja auch, kann er so schräg da auch stehen bleiben. Das wäre mal interessant zu wissen. Müssen wir halt ausprobieren jetzt. Müssen wir ausprobieren. Kann nicht unter dem Übertragungsrohr aufbauen. Really? Dann muss das so. Und hier kann ich wieder nur so machen, ne? Ah, schade. Schade, schade.
Wie machen wir das dann? Wie machen wir das dann? Hier ist ja Elia. Ja. Das hier ist eine Wagenbahn. Das ist halt voll doof, ey. Das ist voll doof, dass der das nicht macht. Beziehungsweise, dass das so lang ist. So, wenn ich das jetzt so lasse. So. So, das würde ja gehen, aber hier macht er das halt leider nicht. Dann müssten wir das hier alles nochmal ein bisschen auf Seite stellen. Nur kriegen wir das halt nicht hin, weil die sich ja nicht miteinander verbinden, ne? Die meckern ja dann rum. Warum auch immer. Was ein Cheat. Was ein Cheat. Ich hätte halt gerne einen zweiten angeschlossen. Bisschen doof. Aber wir kriegen das noch irgendwie verbunden. So, auf keinen Fall. So, wir können das ruhig laufen lassen. Der bringt das jetzt weg und dann bleibt der eh hier stehen. So, der hat noch keinen Strom. Da müssen wir mal... Er fährt wieder um. Okay. Dann können wir eigentlich so lang... Okay. Hier auch hin? Nein, brauchen wir nicht. Okay. Und dann sammelt er hier was ein, da was ein. Oder er sammelt jetzt hier nichts ein. Warum? Ist das einer? Was hat der? Der ist auf. Okay. Da hat er jetzt was eingesammelt. Ist nur die Frage, wie kriegen wir das hier zusammen? Wenn du Ideen hast, hau sie in die Kommentare. Schreib mir auch mal in die Kommentare, was du von dem Spiel hältst. Mehr davon oder gern. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da, falls noch nicht geschehen. Abonnieren, Glocke aktivieren, so dass du nichts mehr verpasst. Und ich sag wie immer, ciao mit V. Bis zur nächsten Folge. Euer Ede.